So, hallo, mein Name ist Arne und in diesem Video werde ich euch einen kleinen Prüfungsguide geben für die HSK, Chinesischprüfungen und wie ihr euch am besten vorbereiten könnt und wie ihr euch am besten den Wortschatz aneignen könnt. Ich selber habe dieses Jahr HSK 6 bestanden, was die höchste Prüfung ist innerhalb dieser HSK-Prüfung und habe davor auch HSK 3 und HSK 4 mitgeschrieben, also konnte ich schon eine Menge Erfahrung sammeln und möchte jetzt an euch weitergeben. Ja, einen kurzen Überblick zu HSK. Was ist das überhaupt? Also steht für Hanyu Shui Ping Kao Shi, also Chinesisch Niveauprüfung, könnte man jetzt ganz wörtlich übersetzen. Und es ist so, dass es 6 Stufen gibt und jede Stufe hat eine definierte Anzahl an Wörtern, die geprüft werden. Ja, also es fängt dann an mit HSK 1 mit 150 Wörtern, dann HSK 2 mit 300 Wörtern und es verdoppelt sich dann immer, bis man bei HSK 6 bei 5000 Wörtern angekommen ist. Ja, und das ist sozusagen so ein Pendant zu TOEFL und der am weitesten verbreitete Chinesisch-Test in China, wenn nicht der einzige. Also der wird immer nachgefragt, wenn ihr euch zum Beispiel für Stipendien bewerbt oder an einer chinesischen Uni bewerbt und da gewisse Kriterien erfüllen müsst, wird immer gefragt. Und sicherlich auch bei Unternehmen ist es die ja, anerkannteste oder bekannteste Art, sein Chinesisch-Level nachzuweisen. Ja, bevor wir jetzt in die Prüfungsvorbereitung einsteigen, noch 2 kleine Hinweise. Also erstmal meldet man sich online an auf einer Seite für diese Tests, ja, für vielleicht einen Monat vorher. Die finden immer in den Konfuzius-Instituten statt. Und Konfuzius-Institute, ja, gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt oder jeder Stadt, die irgendwie eine Uni hat in Deutschland, gibt es meistens ein Konfuzius-Institut. Und 2 Sachen dazu. Erstens, ihr solltet auf jeden Fall immer die Anmeldebestätigung zur Prüfung mitnehmen. Ja, also die könnt ihr euch dann online ausdrücken, wenn ihr euch denn erfolgreich angemeldet habt und dann steht da euer Name drauf und was weiß ich. Und wenn ihr die nicht mitbringt, kann es sein, dass die euch gar nicht mitschreiben lassen. Ja, also habe ich auch schon erlebt, dass ich dann im letzten Moment diesen Bogen noch drucken müsste. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und 2. Sache, man darf nur mit Bleistift schreiben. Bleistift 2b steht da. Und dann nur mit Radiergummi wegradieren die Sachen. Also wenn ihr da mit Kugelschreiber ankommt, das sehen die auch überhaupt nicht gern und unter Umständen lassen die euch dann auch nicht mitschreiben. Das solltet ihr auf jeden Fall euch merken. Also und ich habe damals im Oktober 2017 angefangen, Chinesisch zu studieren. Ja, also von null angefangen. Dann habe ich 2 Semester studiert in Freiburg. Dann habe ich ein Stipendium bekommen vom Konfuzius-Institut für ein halbjähriges Studium in China. Ja, dafür musste man damals HSK 3 bestehen mit einer Punktzahl von über 90%. Das habe ich dann geschafft. Also bin ich dann im August 2018 nach China gegangen, nach Suzhou, eine Stadt in der Nähe von Shanghai. Und ja, da habe ich dann auch nochmal 2 Semester studiert, 1 Semester dann selber bezahlt. Und dann habe ich 2019 HSK 6 bestanden. Ja, also so jetzt ganz zusammengefasst, kurz zusammengefasst, mein eigener Weg zu HSK. Dazu kann man sicherlich noch mehr sagen. Aber ja, jetzt erstmal zur Prüfungsvorbereitung muss ich sagen, dass es erstmal super positiv ist für den Prüfling, dass eben dieser Wortschatz genau definiert ist in der HSK-Prüfung. Ja, anders als in bei anderen Sprachen, da sagen sie dann einfach, ja, du musst so und so viele Wörter kennen, aber du weißt nicht, welche Wörter. Aber bei HSK ist es genau definiert. Also es steht alles online und es ist bekannt. So, wenn du HSK 3 schreiben möchtest, gibt es diese 600 Wörter, die du können musst. Ja, gut, es kann immer kleine Abweichungen geben, aber wenn du die kannst, wenn du, sage ich mal, 80, 90% von denen drauf hast, dann ist es quasi unmöglich, dass du die Prüfung nicht bestehst. Ja, also das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, sich diese Wörter anzueignen. Ja, aber dazu möchte ich euch jetzt ein paar Tipps geben. Und der erste Tipp ist, dass es meiner Erfahrung nach sehr viel Sinn macht, sich ja, Prüfungsvorbereitungsbücher zu kaufen. Ja, habe ich auch gemacht. Und dann, ja, zum Beispiel gibt es dann Bücher für HSK 2, HSK 1, HSK 3, ja, die dann zum Beispiel Geschichten beinhalten. Ja, vielleicht 15, 20 Geschichten, immer mit neuen Vokabeln und Grammatikerklärungen. Mit den neuen Wörtern und vielleicht auch noch Audio-CDs, mit denen du dir den neuen Wortschatz aneignen kannst, ne? Also wenn du jetzt nur hier diese Online-Liste von 600 Vokabeln siehst, das heißt das auf Deutsch oder auf Englisch,
Also so kommst du nicht weit, weil du die Wörter halt nicht im Kontext lernst. Deshalb sind solche Vorbereitungsbücher mit Geschichten sehr empfehlenswert. Ich habe zum Beispiel für HSK 3 damals ein Buch benutzt von Hefei Huang. Ich weiß jetzt nicht, welche Töne ihr Name hat, aber das war auf jeden Fall super. Ja, also das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Da habe ich dann auch ein Prüfungsbuch gehabt, also ein Vorbereitungsbuch, mit dem man sich den Wortschatz aneignen konnte und auch ein Prüfungsbuch mit Testaufgaben quasi, die Prüfung simulieren können. Ja, also das war echt super und ich werde es auch verlinken. Später dann für HSK 6 habe ich dann hier solche offiziellen Bücher benutzt. Ja, also das ist hier tatsächlich vom Konfuzius-Institut selber. Das war auch nicht schlecht. Also kann ich nicht anders sagen, das war auch nicht schlecht. Und eigentlich auch das gleiche System so. Eine andere Sache ist die ich vor allem für HSK 4 und HSK 5 benutzt habe, auch wenn ich HSK 5 dann nicht mitgeschrieben habe, aber quasi mir den Wortschatz angeeignet habe mit dem YouTube-Kanal Mandarin Corner, also den ich wirklich super empfehlen kann. Also mein absoluter Lieblingskanal für Chinesisch lernen auf YouTube. Und ja, die haben wirklich, ich glaube sogar von HSK 1 bis HSK 5 haben sie da Kurse online, also wo sie auch quasi diesen den Wortschatz näher bringen, auch mit Beispielsätzen etc. und sogar auch auf ihrer Website, ne, haben sie dann PDF-Dokumente und auch außerhalb von HSK haben sie so viele Kurzgeschichten oder Geschichten aus dem chinesischen Leben immer mit chinesischen Untertiteln, mit Pinyin und mit englischer Übersetzung. Also es ist wirklich super. Also kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und die dritte Sache ist Anki, das ist so ein Spaced Repetition-Programm. Ich werde sicherlich auch dazu nochmal ein genaueres Video machen, wie man das jetzt am besten nutzen kann zum Vokabeln lernen. Aber kurz gesagt, ja, kannst du in Anki quasi Karteikarten ersetzen. Hast du quasi Karteikarten online, nur dass du sie nicht mehr hunderte Karteikarten auf dem Tisch stehen haben musst, sondern dass du sie auf deinem Computer hast. Und da ist es halt so, dass du dann zum Beispiel die Sätze, die du findest, ja, zum Beispiel von Mandarin Corner habe ich dann Sätze eingetragen, diesen Satz auf Chinesisch, auch mit einem Audio eingefügt und auf der anderen Seite der Karte steht dann die englische oder deutsche Übersetzung. Ja, und dann ist es quasi wie eine Karteikarte, musst du denn quasi, fragt dich das Programm dann vielleicht auf Englisch, siehst du den Satz auf Englisch und dann musst du ihn in deinem Kopf oder kannst du auch aufschreiben, auf Chinesisch übersetzen. Ja, und das ist einfach super, da kannst du halt die ganzen hunderte von Vokabeln eigentlich reinfügen, was allerdings ein bisschen Arbeit ist, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn du Anki jeden Tag machst. Es gibt sogar auch vorgefertigte Decks, wie sie heißen, also Decks mit ein paar hundert Karten, vielleicht sogar tausenden von Karten, ja, mit chinesischen Sätzen und immer der englischen Übersetzung, die du einfach frei herunterladen kannst. Und das ist wirklich eine der Sachen, die mir am meisten weitergeholfen hat mit meinem Chinesisch. Wovon ich kurz abraten möchte, ist von Stapeln bei Anki oder generell beim Vokabelnlernen, die immer nur einzelne Vokabeln enthalten. Ja? Also Wort X heißt jetzt das und das auf Deutsch. Also das funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Erstens kannst du die Wörter dir so schlecht merken, weil sie eben schlecht im Kontext oder weil sie in keinem Kontext stehen. Außerdem weißt du dann nicht, wie du sie in einem Satz verwenden sollst, wo die im Satz stehen und ja, wie sie irgendwie mit den anderen Wörtern zusammenhängen. Also davon kann ich auf jeden Fall sehr abraten. Ja, und das vierte, was ich empfehlen kann, ist, dass es online viele sogenannte Mock-Exams gibt, also Test-Exams von allen möglichen HSK-Prüfungen. Ja, also vielleicht Prüfungen, also das hat dann auch diese Organisation, die das veranstaltet, hat das dann auch hochgeladen, ja, damit man sich vorbereiten kann. Und da hast du dann für jede Stufe ein paar Testklausuren, ja. Und das würde ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, ein paar von diesen Klausuren zu machen, vor der Prüfung. Und wenn du in diesem Mock-Exam gut scorest, sage ich mal, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du auch in der richtigen Klausur gut abschneidest, ja, weil es einfach genau dieselben Aufgaben sind und auf jeden Fall ist es sehr empfehlenswert, sich genau auf diese Aufgabentypen vorzubereiten. Ja? Also diese nicht erst dann in der Klausur zu sehen, was sind das jetzt für Aufgaben? Ich kann die Wörter, aber ich weiß nicht, was für Aufgaben das sind. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und jetzt kurz dazu, wie man sich auf die einzelnen Prüfungsteile vorbereiten kann. Das ist erstens
Hörverstehen. Ja, also Hörverstehen, das ist bei vielen Leuten, glaube ich, das Schwerste überhaupt, ja, sich auf dieses Hörverstehen vorzubereiten oder das zu verstehen. Und ja, der logischste Weg, das leuchtet, glaube ich, auch jedem ein, ist es einfach mehr Input zu haben. Ja? Also sich viel Sachen auf Chinesisch anzuhören. Und da kommt dann zum Beispiel auch diese Vorbereitungsbücher wieder ins Spiel. Weil zumindest in dem Buch, was ich hatte, gab es dann vielleicht 15, 20 Geschichten. Und wenn du dir diese Geschichten immer wieder anhörst, ja, mit den neuen Vokabeln, die du dann dir gleichzeitig auch noch aneignest, hörst du ganz viel Chinesisch und du gewöhnst dich langsam an diese Sprache, ja. Wenn du das erste Mal hörst, kannst du diese Wörter noch gar nicht richtig zuordnen. Aber mit der Zeit, wenn du dir das jeden Tag ein bisschen mal eine Viertelstunde irgendwas auf Chinesisch anhörst, so eine Story oder was weiß ich, so ein Video von Mandarin Corner, kommst du so langsam rein. Ja, und das ist wirklich super. Ja, dauert eine Zeit. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen natürlich, aber kommt mit der Zeit. Und natürlich, wie schon gesagt, in diesen Testklausuren ist denn genau die Aufgabe, gibt es genau die Aufgaben, auf die du dich auch vorbereiten musst, die dann in der Prüfung drankommen. Und das hilft natürlich auch, wenn du einfach mit diesen Aufgaben lernst, ja, und dann immer guckst, ja, also gibt es dann teilweise auch denn dieses Transkript. Bei diesen Mock-Exams ganz hinten findest du denn, was sie eigentlich sagen in der Audioprüfung, im Hörverstehen. Ja, das weißt du sonst nicht, was sie jetzt sagen, du musst es dann einfach ankreuzen. Aber da hast du den Vorteil, dass du es denn siehst und dann kannst du es dir nochmal anhören. Also zum Leseverstehen, gut, also bei den ersten Teilen oder bei den ersten Stufen der HSK-Prüfung ist das, glaube ich, nicht eine allzu große Hürde, weil ich glaube, sogar bei HSK 1 und 2 gibt es sogar noch Pinyin. Ja, also du musst nicht mal die chinesischen Schriftzeichen wirklich lesen können. Und später, ich weiß nur, bei HSK 5, 6, da fängt es dann wirklich an, schwierig zu werden. Und da musst du dann wirklich schon anfangen, richtig schnell lesen zu können. Ja, also da ist es natürlich auch, natürlich kannst du irgendwie Geschichten lesen aus deinem Chinesischbuch oder wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, kannst du anfangen, chinesische Bücher zu lesen. Das ist einfach der Skill, den du haben musst. Das ist dann in der Prüfung auch nicht viel anders. Du musst nur diese, ja, irgendwie lesen können, schnell. Naja, und wenn du gerade anfängst, Chinesisch zu lernen, dann, und das ging mir auch so, dann musst du halt am Anfang jedes Schriftzeichen einzeln quasi versuchen zu entziffern, was das bedeutet. Und es wird ein paar Sekunden dauern, bis du das identifiziert hast. Aber das ist ganz normal, ja. Und mit der Zeit gewöhnst du dich halt dran. Aber was mir auch noch immer geholfen hat beim Lesen oder beim sich an die Schriftzeichen gewöhnen, ist es, laut vorzulesen. Ja, du hast einen Text und du liest ihn laut vor. Das hat viele Vorteile. Ja, du übst die Aussprache, du gewöhnst dich an die Schriftzeichen und letztendlich hilft es dir dann auch beim stillen Lesen. Okay. So, und der schriftliche Teil, das ist der letzte Teil, der ist jetzt in den ersten, sage ich mal, HSK 1 bis 4 vielleicht noch gar nicht so relevant. Also bei HSK 3 musst du, glaube ich, anfangen, erste Zeichen zu schreiben, aber also wirklich keinen ganzen Satz. Du musst manchmal aus verschiedenen Satzteilen einen Satz unten hinschreiben, aber die Schriftzeichen stehen eben schon da, aber noch nichts selber produzieren. Ja, und was eben beim schriftlichen Teil mit das Wichtigste ist und was du, falls möglich, von Anfang an machen solltest, ist es, die radikalen oder elementaren Schriftzeichen zu lernen. Also das ist in meinen Augen wirklich unverzichtbar, wenn du dir die Schriftzeichen erstens besser merken möchtest und sie auch ja, verstehen möchtest, dann ist das einfach unverzichtbar. Was sind diese radikalen? Das sind ja, sind auch Schriftzeichen, aber eben einfache Schriftzeichen, die jetzt meistens nicht besonders viele Striche erfordern, aber die findest du einfach in ganz vielen Schriftzeichen wieder. Und eigentlich jedes Schriftzeichen im Chinesischen besteht aus einem oder zwei oder drei oder mehreren von diesen Radikalen. Ja, also und das macht dann auch mehr Sinn teilweise, als wenn du jetzt einfach nur dieses Schriftzeichen siehst, ist es einfach nur ein abstraktes Gebilde. Aber wenn du dir es quasi bildlich vorstellen kannst, ah, da ist jetzt Radikal XY, da ist jetzt Radikal so und so, dann entsteht so ein Bild von diesem Schriftzeichen. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn man jetzt Pingor hat, Pingor heißt Apfel, ja, Ping, da hat man oben ein sogenanntes Grasradikal, ja, also so, und das heißt schon immer, dass das irgendeine Art von Pflanze ist, ja, kann man schon ablesen, dass das wahrscheinlich eine Pflanze ist, und unten ist denn der
Ja, wie sagt man, der tongebende Bestandteil Ping. Ping zum Beispiel findet man zum Beispiel in Chirping. Frieden, ja, heißt irgendwie friedlich Frieden. Und so hat man ein Bild, ja, also Gras, Frieden, Ping. Und Guo ist auch interessant, das heißt Frucht, ja. Und oben hast du Yu, was Sonne heißt. Und dann hast du noch Mu, Holz. Sonne plus Holz, Frucht. Ja, also der Baum kriegt Sonne und kann dadurch eine Frucht produzieren. So, und wenn du das weißt, ja, wenn du weißt, das heißt Sonne, das heißt Holz, ja, und diese beiden kommen in unglaublich vielen Schriftzeichen vor, dann ist es einfach unglaublich viel einfacher, dir dieses Schriftzeichen zu merken, als wenn du einfach nur diese Striche siehst und weißt gar nicht, was sie bedeuten. Ja, natürlich erscheint es im ersten Moment vielleicht ein bisschen wie ein kleiner Umweg. Ja, warum soll ich jetzt diese Radikalen lernen? Weil das meistens nicht so Wörter sind, die man jetzt im Alltag benutzt. Aber auf lange Sicht wirst du davon, also wird dir das Stunden ersparen oder ich würde fast sagen, es ist eigentlich unmöglich, wirklich Chinesisch zu verstehen, wenn du nicht diese Radikalen verstehst. Ja? Und zum Beispiel, noch ein anderes Beispiel ist, dass es zum Beispiel ein Radikal für Hand gibt. Ja, und es gibt unglaublich viele Verben, die Hand auf der linken Seite haben. Ja, und wenn du das siehst, dann weißt du eigentlich schon, das ist ein Verb, das irgend oder das ist ja wahrscheinlich eine Handlung, die irgendwas damit zu tun hat, die Hand zu benutzen. Ja, du weißt noch nicht genau, was es heißt, aber du kannst es schon ungefähr einordnen. Und so ist es mit ganz vielen Sachen. Das kann ich dir empfehlen. Das hat jetzt nicht unbedingt viel mit HSK zu tun. Aber das ist einfach was Grundlegendes. Und ja, für die HSK-Prüfung ist es, glaube ich, erst ab HSK 5, 4, 5 wirklich relevant, wirklich selber was zu produzieren. Und bei HSK 6 war es so, dass man da ein Text von 1000 Zeichen bekommt, den kannst du dann, ich glaube, eine Viertelstunde lang durchlesen oder so und dann wird er dir weggenommen und dann musst du aus dem Kopf diesen Text reproduzieren, aufschreiben und in 400 Schriftzeichen zusammenfassen. Also nicht mal das ist jetzt wirklich ein, weiß ich nicht, einen philosophischen Aufsatz schreiben, sondern gut, das ist schon nicht so leicht, ja, kommt auch immer auf den Text drauf an, wie schwierig der geschrieben ist. Aber das geht dann schon. Ja, genau. Also das war es jetzt ungefähr. So eine kleine Einleitung zu den HSK-Prüfungen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Kommen bestimmt noch weitere Videos zu Chinesisch und anderen Sprachen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.